Wenn du was klaust, stirbst du. Ja, Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Handwerker. Keilriemen. Ja, wenn, dann kriege ich am ersten mal Handwerklehrer. Glaube ich halt. Beziehungsweise schon mal von mir reinnehmen. Vielleicht hat sie ja was Nützliches. Ich will Handel. Gut. Sieh dich nur um. Ring der Kraft. Gesundheit plus 20. Asselfleisch, Setzerbrot. Gern was für Tränke. Was ist der nächste? Immer dieser Technikram. Okay. Technik. Was für Pfeifen. Naja, tatsächlich scheint die Richtung zu stimmen. Wer treibt sich denn hier um? Ja, bitte? Oder nicht? Der Kerl hat noch nie etwas getaugt. Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Born hat die Heilwurzeln schon. Oh, na dann nichts für ungut. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Daraus wird nichts. Die Maschinenteile haben bereits einen Eigentümer. Hm, da war ich wohl zu spät. Da kann man nichts machen. Lol, wahrscheinlich habe ich euch schon vergeben, was der haben will. Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Ich hätte an welches rankommen können. Das klingt nicht gut. Es ist jetzt allerdings in anderen Händen. Ach, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, da kann man da wohl nichts machen. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Oje. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell.
Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Ah, da könnt ihr jetzt Hacken lernen. Weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich tun will. Verdient hat er das nicht. Oh, verdammte Technik. Echt jetzt? Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Okay. Und schauen wir mal, wo der Pfeil ist. Hast du nichts verloren? Ja, verschwinde nur! Hier drinnen hast du nichts zu suchen. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Was meine Unterstützung angeht. Ja, das wäre auch mein Gedanke gewesen. Schauen wir mal, was ich dafür kriege. Was meine Unterstützung angeht. Jemand will dir dein Schwert stehlen. Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dumm, es zu versuchen. Okay. Ja, warum ist der... Was meine Unterstützung angeht... Was meine Unterstützung angeht. Ja, schauen wir mal. Wie mache ich mich? Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt.
Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. So, draußen sein darf ich aber drinnen nicht. Ach, da ist das Schwert. Hier hast du nichts verloren. Ja, du sollst es besser. Es ist besser für dich, glaub mir. Oh! Schauen wir mal, ob sie das auszahlt. Dickes Schwert. Wollst du jetzt bringen wir ihm das Schwert? Und dann schauen wir weiter. Okay, bin entdeckt worden. Scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Verschwinde. Ja, mit dir mache ich kurzen Prozess. Oh, okay. Scheiße. Du hast hier nichts verloren. Verschwinde. Ja, lauf nur, lauf! Hat er nichts gesehen? Mal schauen, ob die Meldung kommt. Ich glaube, das hat hingehört. Zumindest dürfte keiner gesehen haben. Das ist Schwertstibitzter, es ist keiner hinter mir. Ich hab dich gewarnt. So schaut's aus. Jawohl. Wegen der Raritäten. Ja? Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen. Aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Ich würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also sein Schwert, nicht sein... du weißt schon, was ich meine. Und die Bezahlung? Hier, das reicht, schätze ich.
Das wird jemandem nicht gefallen. Ja, das ist klar, dass das jemandem nicht gefallen wird. Aber das kann man vielleicht wieder hinbiegen. Was meine Unterstützung angeht. Okay. Das ist also vorläufig. Das ist ein Unfug. Jo, halt dicht. Dann. Böses Mädchen, halb defekte Drohne. Mission Feldherr. Schauen wir mal, was für Optionen wir da noch haben. Wie war's mal mit dem da oben? Die Statik dieses Konstruktes ist interessant. Wir sollten es bei Gelegenheit genauer untersuchen. Du mir eine komische Folge. Naja. Das Vieh ist ganz schön stark. Das Vieh ist wirklich ganz schön stark. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Die Finger von Stims. Sie vernebeln nicht nur euren Geist und vergiften euren Körper. Der Struktur dieser Kästen und der daran befestigten Schläuche nachzuurteilen, scheint dies einst eine primitive Form der Nahrungsausgabe gewesen zu sein. Vermutlich haben die Menschen ihre Teller unter die Schläuche gehalten, um sich ihre Portion Protein zu holen. Die Menschen damals waren teilweise weiterentwickelter, als wir es heute sind. Ja, was pfeife ich mir jetzt rein? Mal ein bisschen was vom Simon. So. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Dass ich mein Essen auffüllen kann. Mein Essen, mein Leben. Interessante Kulisse.
Schau mal, wie schauen wir aus? Die Richtung stimmt. Okay, das kann man nicht einsammeln. Holy shit. Hä? Oh. Tatsächlich. Irgendwie